Linz von oben ist heute das Thema. Es geht rauf auf den Schlossberg, auf den Freienberg und auch auf den Pöstlingberg. Und ich zeig dir, was du dort erleben kannst. Hallo und herzlich willkommen heute aus Linz und danke an Linz Tourismus, die diese Folge hier als Sponsor ermöglichen. Ja, ich bin sehr gerne in Linz, immer wieder einmal in Linz, denn die Stadt, die liegt gerade einmal eine Stunde von meinem Wohnort Salzburg entfernt. Und Linz ist eine moderne Kulturstadt und hier gibt es auch einige coole Ecken zu entdecken. Ich schlendere auch gern durch die Altstadt in der Landstraße, da findet man viele Einkaufsmöglichkeiten und in den Altstadtgassen, wie zum Beispiel hier in der Herrenstraße oder auch in der Bischofstraße, gibt es jede Menge Restaurants, Cafés und auch Bars. Die Altstadt von Linz kannst du ganz einfach zu Fuß erkunden und wenn du mit dem Zug anreist, dann bringen dich Straßenbahnen und auch Busse in fast alle Ecken der Stadt. Ich zeig dir heute Linz von oben. Genau genommen geht's rauf auf die Stadtberge. Ich zeig dir heute die Besonderheiten am Pöstlingberg, am Schlossberg und auch am Freienberg. Und zu allen drei Ausflügen starten wir hier am Hauptplatz in Linz. Ja, und von hier bist du dann total schnell in der Natur und auch im Grünen. Was? Das glaubst du nicht? Na, dann komm gleich einmal mit zur Wanderung auf den Freienberg. Im ersten Teil führt die Stadtwanderung noch durch verbautes Gebiet rauf zum Schloss Linz. Dieses Schloss schauen wir uns ein bisschen später genauer an, was es da alles zu sehen gibt. Jedenfalls ist dieser Rundweg ca. 8 Kilometer lang hier am Freienberg und auch für Familien ganz gut geeignet und auch für Kinder. Plane ca. 2,5 Stunden für diesen Rundweg ein. Und da vorne, da sehe ich jetzt auch schon die Martinskirche. Sie ist eine der ältesten Kirchen Österreichs. Von der Barbara-Kapelle, da hat man schon ein bisschen einen Blick auf die Stadt, aber hier vor mir zwischen den Bäumen, da taucht ein Turm auf. Es ist die Franz-Josefs-Warte und 137 Stufen führen dort hinauf. Und da oben, da sollten wir dann einen fantastischen Blick über Linz haben. Na, habe ich zu viel versprochen? Von hier her oben hast du einen traumhaften 360 Grad Rundumblick. Du siehst hier Richtung Pöstlingberg, du siehst auch Urfa, du siehst die Altstadt und du kannst sogar bis ins Alpenvorland sehen. Hier bei der Franz-Josef-Warte hast du ungefähr die Hälfte des Rundwegs hinter dir. Wenn du den Weg ganz genau nachgehen möchtest, dann besorg dir vor deiner Tour eine Wanderkarte im Tourismusverband, denn hier heroben gibt es ein ganzes Netz an Wanderwegen und auch Abkürzungen. Hier beim Stupa, da weiche ich vom Wanderweg einmal ganz bewusst ab, denn ganz in der Nähe von hier, da befindet sich der Botanische Garten und da möchte ich unbedingt vorbeischauen.
Ich habe hier jetzt den Abteilungsleiter vom Botanischen Garten, den Friedrich Schwarz, getroffen. Friedrich, wir sind jetzt hier im Botanischen Garten unterwegs. Was gibt es denn da alles zu entdecken? Oh, es gibt sehr viel zu entdecken. Also wenn man den ganzen Tag da sozusagen verbringen möchte, dann ist man ausgelastet und ausgefüllt. Also wir haben 37 verschiedene Themen im Garten verteilt. Ja. Mhm. Wir haben ca. 11.000 verschiedene Pflanzenarten von der ganzen Welt. Also damit zählen wir zu den bestsortierten Gärten Österreichs auf jeden Fall und sogar international können wir da gut mithalten. Gibt es nur Blumen und schöne Pflanzen hier zu sehen oder habt ihr da auch Nutzpflanzen im Botanischen Garten? Also grundsätzlich ist einmal alles schön. Also auch nicht nur die, die man als schön betrachten soll. Schöne Karotte, oder? Genau. Wir haben natürlich auch Pflanzen, die wir als Menschen brauchen oder gebrauchen. Wir haben einen Bauerngarten mit den wichtigsten Gemüsepflanzen, die man so kennt. Wir haben einen Kräutergarten, wir haben andere Nutzpflanzen, wie jetzt Färbepflanzen. Und die wichtigsten überhaupt, die haben wir natürlich auch, und das ist der Wein und der Hopfen. Wein und Hopfen, die sind wichtig. Die sind die wichtigsten überhaupt, weil ohne die wären wir arm. Da geht gar nichts, genau. Was mir persönlich noch wichtig wäre, ich bin ja ein Asienliebhaber. Hast du auch Pflanzen aus Asien hier? Ja, natürlich. Wir haben einen so relativ großen Anteil asiatischer Pflanzen. Wir haben sogar zwei Abteilungen, also eigentlich drei Abteilungen. Wir haben einen sogenannten Japanhang, wo Pflanzen aus Japan vorkommen. Wir haben Gehölze aus Ostasien oder aus Asien mit jetzt dem Schwerpunkt auch Pfingstrosen. Und wir haben einen Teil asiatischer Pflanzen, nämlich Bergpflanzen im Alpinum. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zeigen. Ja, bitte gerne. Schön, dass du da bist. Meine Wanderung über den Freienberg und dann weiter zum Botanischen Garten führt wieder zurück hierher zum Hauptplatz in der Altstadt von Linz. Und für den zweiten Aussichtspunkt, den ich dir gerne zeigen möchte, müssen wir die Donau überqueren. Jetzt geht's rauf auf den Pöstlingberg und dort gibt's neben der schönen Aussicht noch einiges mehr zu entdecken. Rauf auf den Pöstlingberg können wir uns ganz bequem chauffieren lassen, nämlich mit der Pöstlingbergbahn. Und die ist seit einigen Jahren mit der Straßenbahn verknüpft und fährt hier vom Hauptplatz ab. Hier in der Landgutstraße zweigen die Züge von der Straßenbahnstrecke ab und kurze Zeit später beginnt dann auch schon die Bergstrecke. Und die Pöstlingbergbahn, die zählt zu einer der steilsten Adhäsionsbahnen der Welt. Das heißt, auf dieser Eisenbahnstrecke überwinden die Züge die große Steigung nur durch die Reibung zwischen Rädern und der Schiene. Nach wenigen Minuten Fahrzeit erreicht die Pöstlingbergbahn die Haltestelle Bruckner Universität. Und wenn dich Architektur interessiert, dann solltest du hier einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Denn das Universitätsgebäude, das beeindruckt durch seine besondere Form und wirkt wie eine abstrakte Skulptur im Park. Die Aussichtsplattform hier am Pöstlingberg befindet sich wenige Gehminuten von der Pöstlingbergbahn Bergstation entfernt. Und von hier hast du jetzt einen tollen Blick über Linz. Du siehst schon, das Wetter ändert sich hier sehr schnell. Mittlerweile hat es wieder ausgeputzt, wie man so schön sagt. Und der Himmel ist wieder wunderbar blau. Und du siehst jetzt auch den Freienberg von hier. Das ist der Berg mit dem Sender drauf. Der ist ca. 130 Meter niedriger als der Pöstlingberg. Und dahinter, da siehst du bis ins Alpenvorland und auch die schneebedeckten Berge. Musik.
Eine der ältesten Sehenswürdigkeiten hier am Pöstlingberg ist die Wallfahrtskirche. Und hier heroben kannst du dich auch in verschiedenen Gastronomiebetrieben verwöhnen lassen. Und du kannst auch zum Beispiel einen Zoo besuchen oder eine Bildergalerie. Und den Pöstlingberg, den kannst du auch spielerisch erkunden, zum Beispiel mit der Visit Linz App. Hier kannst du zum Beispiel ein Quiz lösen und du kannst auch Torten sammeln. Und meine nächste Torte, die sammle ich direkt bei der Grottenbahn. Die Grottenbahn ist ein richtiger Klassiker hier am Pöstlingberg und ich denke mal, so ziemlich jedes Kind in Oberösterreich kennt sie. Ja, und nachdem mich die Tortenjagd jetzt schon mittlerweile hierher gebracht hat, könnte ich euch die Grottenbahn auch gleich zeigen. Denn für die Grottenbahn ist man nämlich nie zu alt. Mit der Drachenbahn bin ich durchs Zwergenreich gefahren und jetzt befinde ich mich, ja, vielleicht erkennst du ihn ja wieder, auf dem Hauptplatz von Linz, zumindest auf dem Märchenhauptplatz. Und in jeder Gasse, da findest du zwei Märchen, wie zum Beispiel Rotkäppchen oder Schneewittchen. Hier am Linzer Märchenhauptplatz findest du auch alle Gassen, die vom realen Linzer Hauptplatz abgehen. Und durch die Hofgasse, da führt der Weg zum dritten Berg, den ich dir gerne vorstellen möchte. Es ist der Schlossberg. Und jetzt werde ich gleich einmal versuchen, durch die Märchenhofgasse wieder in die Realität zurückzukommen. Na, das hat ja märchenhaft geklappt und der Weg rauf zum Schlossberg ist eigentlich nur ein kurzer Spaziergang, den du ohne Probleme in Stadtkleidung absolvieren kannst. Wenn du kurz einmal aus der Altstadt raus und ins Grüne möchtest, dann bist du hier heroben im Schlosspark genau richtig. Und hinter mir, da siehst du das Linzer Schloss. Und dieses sehr dominante Gebäude siehst du auch auf der Anhöhe über der Linzer Altstadt direkt an der Donau. Im Linzer Schloss, da befindet sich das Schlossmuseum und dort erhältst du auf über 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche einen umfangreichen Einblick in die Natur und Kultur und auch Kunstgeschichte Oberösterreichs. Und wenn du dich hier am Schlossberg kulinarisch verwöhnen lassen möchtest, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Schau doch in der Schlossbrasserie vorbei. Hier kannst du nämlich den traumhaften Blick über Linz mit einem herrlichen Essen verbinden. Ich habe bereits bestellt eine Kalbstatar als Vorspeise, eine rosa Entenbrust und als Nachspeise eine Erdbeerkomposition. Die drei vorgestellten Stadtberge, der Freienberg, der Pöstlingberg und hier auch der Schlossberg, haben alle einen unterschiedlichen Charakter. Und Linz ist auch ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in Oberösterreich. Wenn du zum Beispiel noch viel höhere Berge sehen möchtest, dann schau gleich ins nächste Video rein, denn dort geht's mit dem Zug ins Salzkammergut zum Wandern. Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.